wie ihr erfahren habt, haben wir durch die Gnade Gottes ein Haus erhalten. Kurz gesagt, Hundeträume, Tiefgarage mit 70 Plätzen. Das sage ich jetzt nur so, damit man ungefähr Ahnung hat von dem Haus. Nur Gott konnte sowas geben. Einem, der schon an die 90 geht. Wie soll es denn mir besser gehen, auch von der Seite der Kirche, von den Bischöfen, wenn selbst Gott vom hohen Priester der Kirche nicht erkannt oder anerkannt wurde, der Gott selbst war in Jesus Christus. Er kam in sein Haus und die Seinen haben ihn abgewiesen. Und wenn jemand dem Heiland nachfolgt, ich muss aber noch einmal ganz deutlich sagen, alles, was ich anscheinend Gutes kann machen oder bin, es ist alleine nur Gott, der mit mir arbeitet. Ich bin nur das Werkzeug. Aber normal, ein Priester, Bischof, selbst wenn es gibt mal einen Papst, wieder einmal einen gibt, die sagen, Gott hat gesagt und Gott hat, Jesus hat gesagt, dies hat gesagt. Der Prophet, der im Namen Gottes spricht, sagt, Gott spricht direkt. Nicht, was hat Jesus gesagt, was hat er, sondern das Werkzeug Gottes sagt, Gott sagt euch. Da hat mit mir gar nichts zu tun, dass ich etwas mehr bin, sondern nur das Werkzeug. Also, da wir jetzt das Haus haben, das ist immer ein bisschen ein Schachspiel zwischen Teufel und mir. Diesmal vorher, wo wir in der Reddoppel was wollten, da hat der Teufel schieben dürfen, die Figuren, und eins ums andere ist nicht durchgekommen. Nichts ist durchgekommen. Und was macht da jemand, der von Gott bestimmt ist? Er wartet. Das schöne Wort Geduld, Vertrauen. Man wartet. Jetzt ist Gott am Zug gewesen mit diesem Haus und allem, was da alles dran hängt, das muss man schauen, dort muss man, überall muss man dann noch an die Regierung gehen, für das verlangen. Und ich muss sagen, es ist alles wie geschmiert gegangen. Also offensichtliche Hilfe Gottes. Sonst hätte ich Angst für sein großes Haus. Es wird eine Weile dauern, bis wir da können einziehen. Denn es sieht von außen, wenn man es nur so schaut, fantastisch aus. Aber es ist 4 Jahre nicht mehr niemand drin gewesen. Es ist in gewissen Orten desolat. Aber das schaffen wir. Mit euch. Und jetzt ist der Böse wieder da. Wir müssen also rechnen, wie geht er vor? Bei mir hat er aufgegeben, mit mir zu kämpfen. Aber er benutzt die Menschen. Und da wird alles aufgetischt, dieser Schwerbischof ist nicht echt,
Er ist von außen in die Kirche gekommen und so weiter. Und er ist verheiratet und du weiß ich was alles. Deshalb greife ich nun zu dem. Wir haben sehr viele draußen, die gegen mich reden, obwohl sie aber zum Beispiel die Büchlein lesen von der armen Seelenmutter Maria Zimmer. Also wenn ihr die, wo das glauben, sie glauben es auch, ich auch, die dann glauben, dann sage ich euch, was diese Maria Zimmer über den Schwerbischof gesagt hat. Es ist nicht mehr so. Eine holländische Frau schrieb an Maria Zimmer und fragte nach der Echtheit der bischöflichen Weihe des Schwerbischofs. Und in ihrer so berühmten kurzen Art antwortete sie, vor Gott ist dies ein richtiger Bischof. Und dieses Originalschreiben kann bei uns eingesehen werden.